Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain, den ich jetzt bewusst nicht gezeigt habe, weil man ihn von hier aus sowieso nicht sieht. Haben wir noch Kakteen hier? Hier haben wir gar keine Kakteen. Warum haben wir hier keine Kakteen? Bei Farbe haben sie auch nicht, ne? Weil wir brauchen ja noch grüne Farbe für die Lampen. Nö, haben wir nicht hier. Haben wir entweder im Haus oder wir müssen noch mal in die Wüste um Kakteen ernten. Ich bin ein Held. Es ist Wahnsinn. Warte mal. Green. Ach du Scheiße. Huchala. Das hier wird, da wird man ja blind. Ja, nur aus Kaktus. Okay. Hätte ja sein können, dass das aus irgendeinem Grund noch aus irgendwas anderem ist. Green Thorns? Das ist ja interessant. Aber was ist das hier? Lapis Celestis Viridis, was? Aha. Was macht man denn damit? Wow, da wird man ja blind. Leuchtet der? Kenne ich nicht. Ist mir echt nicht bewusst. Doch, jetzt ganz grob kann ich mich erinnern, dass der aus Extra Utilities ist. Ich ihn aber nie benutzt habe und auch keine Ahnung habe, wofür er ist. Wow. So, gucken wir mal kurz ins Haus. Ob da. Ich weiß auch wieder, was Kopf wie Sieb gestern alles hat durchregnen lassen. Oh Mann. Und zwar, ist schon eine ganze Weile her eigentlich. Hatte ich mal ein Video gesehen. Ich glaube vom Moritz, den ich schon mal erwähnt habe. Dieser Stand-Up-Comedian, der auch einmal die Woche ein Video macht. Wo er wo er eine Frauenquote gefordert hat. Zwar zu einem bestimmten Thema, aber allgemein auch. Zum Beispiel ist ihm auch aufgefallen, dass die Zuschauer unter seinen Videos, nicht nur unter seinen, auch unter meinen und so, dass da keine oder nur sehr wenig Frauen bei sind. Okay, Kaktus haben wir auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Gut, im Falle YouTube und so gebe ich ihm recht. Das ist eigentlich schade, dass man in erster Linie männliche Zuschauer hat. Warum? Wie kommt's? Na egal, auf jeden Fall, da kann man keine Frauenquote einführen, das ist klar. Und er, ich weiß nicht mehr, auf was er da das bezogen hat, dass er eine Frauenquote fordert. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall, habe ich mir dabei gedacht, und da war ich wohl nicht der Einzige in den Kommentaren, der hat dann in späterem Video hat er erwähnt, dass er nochmal ein Video zu speziell zur Frauenquote macht, zu seiner Forderung. Weil das hatte wohl in den Kommentaren hat es wohl gehagelt an irgendwelchen Kommentaren. In den Kommentaren hat es an Kommentaren gehagelt. Ach so. An irgendwelchen Sachen, die er sich nur dachte so, oh nein. Ne? Was? Keine Ahnung. Was ist hier los in meiner Welt? Ist hier... Da hinten so ein Meteoreinschlag, hier auch, was? Na egal, ja, auf jeden Fall war ich dazu gekommen, ich bin generell so ein jemand, der diese Quotenregelungen nicht mag. Ich finde sowieso, dass wir viel zu viele Regeln haben. Und so Quotenregeln, Alter, was soll das? Generell gilt eigentlich nicht regeln, sondern aufklären. Damit erledigen sie sich eigentlich jede Menge Regeln. Ist so. Ja, und im Fall von so einer Frauenquote und so, es gibt ja viele Berufe, wo es mittlerweile auch eingeführt ist, teilweise sogar, dass es Frauenquote gibt und sowas.
gibt ja wirklich viele Berufe, wo Frauen unterbesetzt sind. Teilweise, weil sie früher da drin nicht zugelassen wurden. Ja, ich sag mal so im Führungsbereich zum Beispiel. Das ist natürlich, dass es dir nicht zugelassen werden, ist natürlich ein No-Go, klar. Ne? Aber um das zum Beispiel zu regeln, ist es doch vollkommen unsinnig, eine Frauenquote einzuführen. Nur um dieses falsche Denken von Chefs zu erzwingen, dass sie das weglassen. Weißt du, so, nee. Das ist Aufklärung, ist da viel besser. Und vor allem, es gibt ja auch Berufe, in denen Frauen wirklich, ich will jetzt nicht sagen, nicht geeignet sind, aber ja, ist nun mal körperlich so. Es gibt Sachen, wofür die Männer nicht geeignet sind und Frauen besser, und es gibt Sachen, wo Frauen nicht geeignet sind und Männer besser. Das ist nun mal so. Und es gibt auch Berufe, in denen das zum Tragen kommt. Also, warum eine Frauenquote einführen? Das ist doch... Ne? Ich bin Bäcker. Jetzt ist mittlerweile sind kleine Bäckereien ja so mehr oder weniger ausgestorben, sag ich mal. Leider. Es ist alles industrialisiert. Von daher auch wesentlich einfacher. Zum Glück, muss man teilweise sagen. Was bist du denn, eine Tauchente? Ja. Wow. Von daher ist das im Beruf Bäcker eigentlich mittlerweile kein Thema mehr, dass eine Frau da arbeitet. Ich kenne auch Frauen als Bäcker. Und das waren alles super Kollegen. Muss man ganz klar sagen. Aber es ist trotzdem ein Beruf, wo es halt nicht viele Frauen gibt. Und das liegt daran, dass dieser Beruf, ich habe hier keinen Ofen, ne? Dass dieser Beruf nun mal auch relativ schwer ist körperlich. Heute, wie gesagt, nicht mehr ganz so krass, aber von früher, auf jeden Fall, konntest du, ganz ehrlich, eine Frau nur sehr eingeschränkt gebrauchen in der Bäckerei. Das kann man nicht anders sagen. Hab ich nicht. Aber hab ich hier. So. Weil halt körperlich schwere Arbeit und eine Frau im Allgemeinen nun mal nicht so die Kraft hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie es nicht schafft, dass sie zusammenbricht oder Knochen kaputt gehen oder sonst irgendwas. Das will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt viele Sachen in der Bäckerei, die sind einfach sau schwer. Und deswegen Frau eher ungeeignet. Früher, heute nicht mehr. Es sei denn, man arbeitet in einer kleinen Bäckerei, wo nur fünf Leute arbeiten. Wo jeder alles machen muss. Dann sieht das wieder anders aus. Ja, dann trifft das auch heute noch zu. Ja, aber, ne, wie gesagt, auf früher bezogen, No-Go, geht nicht. Nicht denkbar. Und das gibt's ja, hier richtig? Oder war das an dem? Ich muss da hinten nochmal gucken. Sorry. An der Leiste. Aha, okay. Ja, also von daher, nö, ne? Gibt's halt, ist halt so, kann man nicht absprechen. Oh. Und das ist auch echt nicht negativ gemeint, ne? Nur um das nochmal klarzustellen. Oder nehmen wir mal Bergbau. Wird wahrscheinlich heute auch leichter sein, aber... also
Ich stelle mir das da echt nach wie vor auch noch recht heftig vor. Wo waren die Lampen? Da waren sie. Du. Ne, die wollte ich doch gar nicht haben. Ich wollte die doch haben. So. Ja, also von daher, naja. Ne? Och. Ach so, okay. Und ich sag mal, die Frauen, die es wollten, die Interesse an Beruf Bäcker zum Beispiel hatten, die haben es auch geschafft. Die haben den Beruf gelernt und die haben sich da drin auch etabliert. Fertig. Ist so. Ne? Ach, die habe ich unten drunter gesetzt. Okay. So? Habe ich das so gemacht? Ich hätte ihn da hinsetzen sollen. Ich habe die falsche Leiste. Und das war auch falsch. Ich hätte die von oben setzen müssen. Okay, wie hatte ich denn das gemacht? Habe ich Erde in der Tasche? Nein, habe ich nicht. Ja. Hier Erde drin? Nein, habe ich auch nicht. Das ist doof. Das ist doof. Da habe ich auch keine Erde drin, ne? Nein. Mann. Naja. Und ich bin jetzt mit dem Thema nicht fertig geworden. Ich habe mich... Warum fehlt da ein Kürbis? Ich habe mich jetzt zu sehr hier aufgehangen an der Frauenquote. Was ja gar nicht sein sollte. Und der hat mich jetzt getriggert. Ich werde nicht pennen können. Ich probiere es aus. Nein, geht nicht. War klar. Ach ja. Ja, also zu Thema jetzt speziell Frauenquote in Berufen. Ne, mal abgesehen von Führungsstellen, wo sie... Wow! Wo sie nicht reingelassen wurden, obwohl sie das ja könnten. Ne, es gibt immer noch Sachen, wo man... Alter, lässt du mich mal an dich ran? Das gibt's doch nicht. Diese Sau... Weg. So, komm her. Komm hergewandert. Komm. Ja, komm du nur her. Creeper noch unterwegs? Nein, ja, da hinten, aber. Komm. Haha. Boah. Was ist das für eine linke Ra. Alter. Mein Leben. Der hat einen verzauberten Bogen. Alter Finne. Wo ist mein Bogen? Da. Du Sausack. Wo ist er hin? Ey, du feigen Sau. So. Leck mir in den Tisch. War das eine linke Sau? Das ist ja unglaublich. Ah, naja, okay. Kommen wir morgen nochmal auf das, worauf ich eigentlich hinaus wollte.